Biennale Venedig 2009 bringt die Kunst die Welt zusammen. Im Gespräch der Kurator der Biennale 2009 in Venedig, Daniel Birnbaum. Daniel Birnbaum, Fare Mundi, Welten machen, haben Sie über diese Biennale, über diese Kunstbiennale in Venedig geschrieben als Thema. Was erfährt der Besucher über den Zustand der Welt 2009, wenn er sich hier umschaut? Man erfährt als Besucher, dass überall in der Welt eine gewisse Verwirrung vielleicht herrscht, aber auch, dass es neue Versuche gibt, dass man sich überall Gedanken macht über die Kunst, über wer wir sind und über neue Anfänge, denke ich. Vor 2 Jahren gab sich die Biennale als einzige große Partymeile, ein Riesenpartyrausch. Dann kam die Finanzkrise. Und wie ist es jetzt dieses Jahr? Hat die Kunst wieder eine Chance, in den Mittelpunkt zu rücken? Dass Geld fehlt, ist natürlich nichts Gutes, wenn man eine große Ausstellung machen will. Aber vielleicht verschwinden auch einige nicht so notwendige Sachen in der Kunstwelt. Und vielleicht wird die Kunst einfach etwas sichtbarer. Die Kunstwelt ist eine Familie, hat jemand geschrieben kürzlich. Und die Biennale in Venedig, das ist das Familientreffen, auf dem man die Party feiert. Was ist Ihre Rolle dabei? Der Zeremonienmeister? Ja, Familien sind ja manchmal harmonische Geschichten, manchmal weniger. Ich denke, das hier ist eine sehr unüberblickbare Familie. Und meine Rolle ist die Rolle des Gastgebers. Und des Kurators, der auch Einfluss nimmt natürlich und der bestimmt, welche Kunst hierher kommt, zumindest was die große Überblicksschau angeht, die Sie gestalten. Fast 80 Länder präsentieren in Pavillons das, was Sie für spannend halten an Künstlern, und Sie haben Ihre Überblicksschau gestaltet. Nach welchem Kriterium? Ist das eine subjektive Auswahl? Ist das der Geschmack des Kurators oder haben Sie gemacht Best of? Es ist ja kein Jahresbericht, das Tollste, was in diesem Jahr in anderen Orten zu sehen war, sondern es geht ja eher um neue Produktionen. Es ist eine Mischung von Künstlern, für die ich so eine Art Grundvertrauen habe und die, mit denen ich oft gearbeitet habe. Ich mache ja sonst im Leben auch Ausstellungen, obwohl kleinere. Und natürlich ganz neue Leute, auch aus Teilen der Welt, wo ich mich nicht so gut auskenne. Zum Schluss muss man schon zugeben, es ist eine subjektive Wahl, ja. Sie haben gerade gesagt, Leute, mit denen Sie arbeiten, Sie sind Leiter der, ja, einer der berühmtesten Kunstschulen Europas, der Städel-Schule in Frankfurt. Und Sie haben eine ganze Menge Künstler aus Deutschland mitgebracht, auch internationale Künstler, die in Deutschland leben. Ist Deutschland immer noch dieses Drehkreuz für Kreativität in der Kunstwelt, das es in den letzten Jahren geworden ist? Ich denke schon. Ich denke, dass vor allem Berlin so eine Art Hauptstadt der Kunstproduktion geworden ist. Sehr viele Künstler, junge Künstler, aber auch etablierte Künstler leben in Berlin. Es ist eine vitale Situation. Es ist auch einigermaßen günstig, wenn man mit London oder New York vergleicht. Ja, Deutschland ist wirklich ein wichtiges Land für Künstler, die nicht unbedingt aus Deutschland stammen. Und Sie schöpfen da aus dem Vollen sozusagen bei Ihren eigenen Talenten an der Schule? Ja, es ist interessant zu sehen, dass eine wichtige Künstlerin aus Ägypten, die in großen Teilen der Welt jetzt tätig ist, also in vielen verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Düsseldorf auch lebt, oder dass viele Künstler auch aus Amerika oder Südamerika in Berlin leben. Ja, ich kenne mich einigermaßen gut aus, weil ich ja jetzt seit 9 Jahren auch in Deutschland lebe. Auch die Künstlerin, die den koreanischen Pavillon gestaltet, lebt in Deutschland. Das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, wie sieht es aus mit diesen neuen Kunstwelten zwischen Lateinamerika, Indien, China? Sind die adäquat vertreten auf dieser Biennale? Ich denke und hoffe schon, es gibt nationale Pavillons, einen koreanischen Pavillon, wo ein koreanischer Kurator auch eine Künstlerin ausgewählt hat. Und es gibt diese große internationale Ausstellung, für die ich verantwortlich bin. Und da ist es eigentlich ganz normal geworden, dass man Künstler aus allen Kontinenten hat. Die Kunstwelt, die wir im Westen früher kannten, waren schon sehr europäisch oder westlich. Es ging um Köln, Paris, New York. Aber jetzt ist es eigentlich eine Art Normalität geworden, dass es auch Künstler gibt aus Asien, aus afrikanischen Ländern, aus Südamerika. Und es ist nicht nur ein Alibi, also ein bisschen Exotismus dazwischen als Lippenbekenntnis. Also ich denke, das kann man jetzt nicht mehr so sehen, weil diese Künstler so einflussreich geworden sind, auch für unsere Kunstwelt und auch in unseren wichtigsten Institutionen, dass das Exotistische gar nicht mehr so im Vordergrund rückt.
Beispiel Arabische Emirate, die sind zum ersten Mal dabei, auch mit einem eigenen Pavillon. Ist das die helle Seite der Globalisierung, dass die zeitgenössische Kunst inzwischen viele Welten zusammenbringt? Ja, ich denke, die Welt besteht eben auch Nationalstaaten, aber auch aus so globalisierenden Tendenzen. Überall hört man die gleiche Musik, man trägt die gleichen Turnschuhe und man hört die gleichen und sieht die gleichen Popvideos. Also die Globalisierung hat ja auch eine nivellierende Seite. Meine Hoffnung ist es, dass die Kunst so eine Art Gegenbewegung da sein kann, dass Kunst und Poesie auf kulturelle Differenzen, Unterschiede besteht und nicht in eine reaktionäre Weise, sondern in eine spannende, poetische Weise. Manchmal geht es aber auch nur um Geld und große Namen, das kennen wir. In dieser Woche hat gegenüber von Ihrem Büro förmlich ein großes Museum eröffnet, und zwar die Kunstschau, die Kunstsammlung eines französischen Milliardärs, François Pinault, der das alte Zollhaus umgebaut hat und eine riesige, glamouröse Schau dort macht. Wie sehen Sie das als Kurator, als Ausstellungsmacher? Ist das ein neues Wettrennen zwischen diesen reichen Großsammlern, die überall landen, und den klassischen Ausstellungsmachern wie Ihnen? Ich denke schon, dass es also in der Welt eine Art Konkurrenz gibt zwischen den Privatmuseen und den klassischen Museen. Die Biennale hat da schon eine etwas andere Rolle, weil wir sind einfach kein Museum. Wir sammeln ja gar nicht. Wir produzieren eher und zeigen neue, vielleicht experimentelle Sachen. Es ist auch interessant zu sehen, dass Werke, die auf der Venedig-Biennale zu sehen waren, auch ganz zentral in Pinaults Sammlung jetzt sind. Es ist da eigentlich keine Konkurrenz, sondern ganz gut für Venedig, dass neben Peggy Guggenheim jetzt auch ein von den wichtigsten Privatsammlern unserer Zeit hier präsent ist. Wir sind im Land von Silvio Berlusconi. Der ist nicht gerade bekannt geworden dadurch, dass er die Künste sehr fördert oder die zeitgenössischen Künste. Wie war das für Sie als Leiter dieser Biennale 2009? Waren Sie unabhängig in Ihren Entscheidungen? Die Biennale als Institution muss schon gucken, dass sie Unterstützung bekommt. Es ist eine staatlich finanzierte Institution. Aber ich war vollkommen unabhängig. Ich habe einen sehr starken Präsidenten der Biennale selbst, und er kämpft wirklich für die Freiheit der Kuratoren hier. Auch gegen Widerstände in Italien? Ja, komplett. Finanziell mussten Sie abspecken durch die Finanzkrise. Es sind auch Sponsoren abgesprungen. Also die Biennale als ganze Struktur hat etwas weniger Geld. Aber man hat sich dafür entschieden, nicht in der Kunstsparte zu sparen. Wir haben das Geld, was letztes Jahr versprochen wurde. Gleichzeitig ist es so, dass viele Künstler natürlich alternative Unterstützungsformen finden, von Sammlern, von Stiftungen. Das ist im Moment etwas schwieriger, aber es hat funktioniert. Das Programm der Biennale ist vollgepackt. Es ist unglaublich, man findet kaum noch durch. Selbst Experten müssen gucken, wo man überall gleichzeitig eingeladen ist oder Ausstellungseröffnungen mitmachen muss. Wo würden Sie einen Kunstfreund, der nach Venedig kommt, am liebsten hinführen, wenn Sie sagen, ein Ort, das ist der Ort, den du dir angucken musst, wenn du das andere nicht alles mitnehmen kannst? Ja, es wäre fast verlogen, wenn würde ich jetzt nicht sagen, die Ausstellung, mit der ich jetzt seit einem guten Jahr arbeite. Das heißt, ich würde schon jemanden mitbringen zum zentralen Raum des zentralen Pavillons und gucken, was da zu sehen ist. Da haben wir Künstler, ganz junge Künstler, die großartige neue Sachen gemacht haben, und auch einige wichtige historische Referenzen. Ich finde auch, dass die Biennale jetzt so groß geworden ist mit all diesen nationalen Pavillons, dass man vielleicht den Überblick leicht verliert. Aber das ist auch ganz spannend. Wenn man nicht Kritiker ist und nicht professionell hier unterwegs ist, ist es auch ganz interessant, sich einfach zu verlieren. Vielen Dank, Daniel Birnbaum, der Leiter der Biennale di Venezia, der wichtigsten, der legendären, der Mutter aller Kunstbiennalen, die diese Woche hier in Venedig gestartet ist. Danke. Vielen Dank.